Hamburg hat sich mal wieder ein Drama ereignet, das uns alle bis ins Mark erschüttert hat. Im Westfalenblatt war es groß zu lesen. 17 Kinder haben an der beliebten Graf Bodico-Schule keinen Platz bekommen. Kyrie eleison, wer erbarme dich? Nanu, denken jetzt vielleicht manche von euch, aber es gibt doch noch eine zweite Grundschule, die Falk-Schule. Und das ist eine Gemeinschaftsschule, die jeden aufnehmen muss. Also wo ist das Problem? Aber wer so herzlos denkt, kennt die Grundschulsituation in Warburg nicht. Die Graf Dodico ist nämlich eine Bekenntnisschule und dort werden katholische Kinder bevorzugt. Und da soll sich auch niemand beschweren, denn das ist gesetzeskonform. Darauf hat das Westfalenblatt auch extra nochmal hingewiesen. Nicht hingewiesen hat es jedoch auf den Fakt, dass die katholische Kirche keinen einzigen Cent an diese Schule zahlt. Protestanten, Muslime und russisch-orthodoxe finanzieren sie mit ihren Steuergeldern also ganz genauso mit wie die Katholiken. Trotzdem werden ihre Kinder an der Schule benachteiligt. Aber da kann ja das Westfalenblatt nichts dafür. Deshalb wurden Bekenntnisschulen auch fast überall wieder abgeschafft. Im katholischen Bayern bereits 1968. Auch in NRW gab es neulich eine Petition dazu. Aber da hätte man ja unterschreiben müssen. Wer hat schon Zeit für sowas, wenn man noch schnell eine Taufe organisieren muss, um das Kind vor der Gemeinschaftsschule zu retten? Ach, ihr habt von der Petition gar nichts mitgekriegt. Ja, wie informiert ihr euch denn? Vermutlich übers Westfalenblatt. Kenntnisschule nicht genug Katholiken gibt, werden die verbleibenden Plätze ausgelost, die sogenannten Restpostenplätze für die Kinder zweiter Wahl. Wer will schon zweite Wahl sein? In Warburg erstaunlich viele. Und 6 von ihnen haben das große Los gezogen. Ihre Kinder sind auserwählt. Papstkritik hin oder her. Gloria in excelsis Deo. Das Kind ist an der Dodico. Warburg, so heißt unsere kleine Stadt. Nein, nicht Marburg und auch nicht Warstein. Kennt uns auch kein Schwein. Hier kann man glücklich sein, weil unsere Stadt für groß und klein so viel zu bieten hat. Aber warum ist nun diese Bekenntnisschule so beliebt? Mit der Kirche haben doch die meisten Eltern kaum noch was am Hut. Weshalb sollten sie Kinder so an eine Schule geben, in der nicht-katholische Kinder zweite Wahl sind? Kirchenbesuche hingegen Pflicht, wo der Priester dann predigt, alle Menschen wären gleich viel wert. Gut, dass Jesus auferstanden ist, sonst würde er sich deshalb im Grabe herumdrehen. Ach, sagen die Eltern der Dodico, von der Diskriminierung habe ich ja gar nichts gewusst. Mein Kind ist doch nur dort, weil die Freunde auch dort sind. Aber warum sind die Freunde dort und die Freundinnen der Freunde ebenfalls? Wenn eine Schule katholische Kinder bevorzugt, gehen natürlich viele Kinder mit Migrationshintergrund auf die andere Schule. Und da es eine Gemeinschaftsschule ist, versammeln sich dort auch viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die nicht in großen Einfamilienhäusern wohnen und deren Kinder kein Wohnfahrrad besitzen. Trotzdem will man nichts mit ihnen zu tun haben, weil die Eltern dicke Autos fahren, aber bei Netto einkaufen und dann auch noch in Jogginghosen. Und ja, vielleicht schreien manche dieser Eltern ihre Kinder tatsächlich öfter an, weil ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Aber wenn man das einfach ignoriert und sich innerhalb seiner Blase davonschleicht, frage ich mich doch, wer genau ist da eigentlich sozial schwach? Wenn Kinder aus prekären Verhältnissen unter sich bleiben, ist das problematisch. Aber wenn die Bessergestellten unter sich bleiben, ebenfalls. Den einen fehlen sprachlich und liberale Vorbilder, den anderen ein Gespür dafür, dass es nicht allen Kindern so gut geht wie ihnen selbst. Und dann wählen sie später FDP.
Aus diesem Grund sagen auch viele Eltern der Bekenntnisschule, diese Diskriminierung gehört endlich abgeschafft. Aber da können wir ja leider nichts machen. Oder etwa doch. Wenn nur 50% der Eltern einer Bekenntnisschule dafür stimmen, wird sie in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. Wann tun sie es endlich? Als Franz Josef Degenhardt damals durch Warburg reiste, hat er für die Stadt ein Lied geschrieben. Spiel nicht mit den Volksschulkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Dodiko, mach's wie deine Brüder. Trotzdem gibt es keinen Grund zur Sorge, denn die Falkschule hat inzwischen ein sehr engagiertes Kollegium und wird musikalische Grundschule. Es gibt schon jetzt eine Musik-AG, zwei Tanz-AGs, eine Musical-AG und eine Chor-AG. Und vielleicht ist in ein paar Jahren dann auch wieder eine beliebte Schule. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das neutrale Westfalenblatt dann auch ganz genauso schreiben. Unsere kleine Stadt, nein, nicht Marburg und auch nicht Warstein, kennt uns auch kein Schwein, hier kann man glücklich sein, weil unsere Stadt für groß und klein so viel zu bieten hat. Und liebe Dodiko-Eltern, seid nicht betroffen. Falls ihr wechseln wollt, die Falkschule steht offen. Für alle Kinder, sogar für die Schnieken. Katholiken. Dankeschön! Vielen, vielen Dank!